Und damit ein Moin Moin und herzlich willkommen zurück bei Ashen. Ach, geil. So, in der letzten Folge haben wir die Einarköpfe bei Forza Horizon abgegeben und durften jetzt mal die Werkstatt benutzen. Und ich bin gespannt, was das Speerherstellung. Knochenspeer kosten mich 200. Traurig. Ich dachte, man könnte sich selber irgendwelche Kohlensperre zusammenbasteln, aber naja. Ich brauche eine Kiste. Oder einen Händler. Mein Inventar ist voll. Das ist ungünstig. Plus 2500. Das ist aber krass. Bateron ist stark, aber die Sickness ist proving stronger. We must hurry. There's a beast that stands taller than a listener. It digs into the ash. A corb. These creatures can survive and even thrive in the ash of the stormed ruins. I've watched them spit their bile into the ash before digging. That bile. Schwertscheide. Alles klar. Also. Spielstand gespeichert. Boom, ich finde diese Interaktion mit den Steinen halt echt geil. Seine Quest kann ich gerade nicht weitermachen. Aber weißt du was? Ich mache mal aus Spaß. Gebe ich den mal aus. Und ich möchte noch mal kurz zu Jockel. Denn ich möchte kurz was gucken. Ach man, ey, immer die falsche Taste hier. 5700. Wenn ich das hier mache, habe ich 5400. Ach ja, komm. Aber nur so, komm. Tada! Ich weiß ja gerade sowieso nicht, wofür ich 11.000. Hohoho. Ich weiß ja gerade sowieso nicht, wofür ich das ausgeben soll. Und so habe ich dann auch wieder Platz im Inventar, zumindest zwei. Zwei Dinger sind dann. Ja. Ne. Gut. Wollen wir mal. Herauszoomen, ne? Ach so, das war. Oh. Alter, das ist aber. Warum ist das so weit weg? Das ist hier, das ist klar. Jockel. Achso, suche entlang der Küste. Achso. Und geht zur Sturm und jage einen Korb für seine Galle. Es gibt eine Kreatur, die in der Asche der Sturmrinnen zu gedeihen scheint. Ein Korb. Ich brauche eine Probe ihrer Galle, um zu sehen, wie eine Krankheit in der Asche bekämpft. Ah, okay, es muss halt wirklich der Korb sein, weil ich dachte, es ist der Korb gemeint, der irgendwie jetzt hier um die Ecke ist. Aber wenn es wirklich dieser eine ist, der in der Asche gedeiht, ich glaube, ja, das muss dann wirklich der sein. Gut, ansonsten habe ich keine NPCs hier, das heißt, blöderweise müsste ich mich mal wieder hieran wagen. Mal schauen, ob das klappt oder auch nicht. Ich muss einfach nur Glück haben und einen Jockel abbekommen, der es vielleicht schon kennt. Und nicht sofort stirbt. Das Problem, letztes Mal, als wir das erste Mal bei ich habe den Namen vergessen des Bosses. Da hatte ich ja noch keine Estus, keine Kürbisse. Ihr wisst schon, keine Heilmittel. Da habe ich einfach nur hiermit geheilt, was natürlich nicht so klug ist. So, plopp. Und jetzt haben wir auch eine bessere Axt, das heißt. So, plopp. Komm her. Ach da, nice. Tür öffnen. Was ist denn mit dem passiert? Hat er gerade ausgetauscht? Hat er sich gesagt, nee. Nee, da will ich nicht rein. Nee, nicht mit mir.
Schild und das Anfangsding. Jetzt hat er einen Speer. Ah, jetzt bin ich mal gespannt. Ich war jetzt natürlich schon einmal hier drinne. Aber da bin ich ja damals richtig komplett anders angegangen. Die Sache. Was mal schon, was ist da gerade ausgerutscht oder was war da? Okay. Da ist nichts, Jockel. Da brauchst du nicht gucken. Also wahrscheinlich war, achso. Na, Saft trinken. Trinkflasche mit Pobosaft nachgefüllt. Ah. Interessant. Hätte ich das gewusst. Aber bisher habe ich ja eh nichts getrunken. Okay, ich gehe jetzt mal. Ich weiß gar nicht. Ja, gut, dann gehen wir halt hier hin. Jockel wollte das unbedingt. Okay, da ist jetzt nichts für mich. Oh, das gefällt mir voll. Die Atmosphäre ist halt auch leicht bedrückend. Das irgendwie ist nice. Oh, voller Schocken. So, weg mit dem. Aua. Ja, Jockel. Ich warte hier auf dich. Okay, was haben wir hier? Ich weiß auch gar nicht, das erste Mal bin ich mehr oder weniger einfach durchgerannt, weil ich die Gewichtung dieses Ortes halt auch noch nicht gecheckt habe, aber passt schon. War hier nicht eigentlich auch noch irgendwo ein Schatten? Vielleicht auch nicht. Jockel, kommen Sie. Kommen Sie mal her, Jockel. Ich brauche Ihre Hilfe hier, Jockel. Kommen Sie mal her. Ja, komm. Was zum... Okay. Oh nein, ich bin runtergefallen. Guck mal, hier kann ich Sachen einsammeln. Ah, wow. Ja, das ist unfair. Oh Gott, oh. Ja, die Reichweite ist von dem Ding nicht ganz so geil. Okay, da hat der Jockel Schaden bekommen. Also wirklich krass oft kann ich nicht angreifen. Was echt ein bisschen nervig ist. Aber naja. Passt schon. Kann ich... Ah, nein. Ich wollte den hier machen. Oh. Guck mal, es hat auch gar nicht so wenig Schaden gemacht mit dem Ding.
sorry, wenn ich gerade ein bisschen ruhiger bin, aber ich konzentriere mich gerade so ein bisschen, wie man vielleicht merkt. Auch wenn das jetzt nicht so krass nötig ist, aber ich möchte halt nicht verkacken, ne? Man vielleicht versteht. Huch. Alter. Heil mal zur Vorsicht. Ich hoffe, die Musik ist jetzt auch nicht zu laut in der Aufnahme. Meinen Ohren ist sie doch ein bisschen. Ah. Ein bisschen doof. Nicht so. Nicht so greedy werden. Das könnte alles kaputt machen. Alter. Ah. Okudo, besiegt. Gottes Arglist herstellen freigeschaltet und das andere konnte ich jetzt nicht lesen. Ja. Das war unser erster Boss. Ich bin froh, dass wir zuerst noch ein paar andere Sachen gemacht haben. So dass wir jetzt auch. Ah, guck mal. War das im Kampf auch da? Wenn ja, hätte man den Kampf mit solchen Tränken halt unendlich fortführen können. Deswegen, der Boss war jetzt nicht schwer. Wenn man das Spiel ein bisschen kennt. So wie ich es gemacht habe, einfach direkt rein. Alter! Einfach direkt rein war nicht die beste Lösung. Aber was beim zweiten Mal machen, wenn man Spielmechaniken kennengelernt hat und versteht, ist schon machbar. Halt die Frage, wie dann die nächsten Bosse aufgebaut sind, ob man da auch irgendwelche Einschränkungen hat. Bin ich mal echt gespannt. Jetzt mehr oder weniger Wasser halt im Dunkeln. Und Wandererkleidung, bequemer strapazierfähige Kleidung. Oh cool. Aber macht schon ein bisschen was aus. Etwas bescheidener Schutz vor den Elementen. Wow. Hirschhaar. Okay. Ja, so viel sieht das jetzt nicht anders aus, aber zumindest ein bisschen mehr Verteidigung bringt das schon. Da geht's nach oben, aber ich will noch gar nicht nach oben. Denn sorry, wir hatten ja noch das hier. Hier sitzt ja noch jemand. Hi. You have slain an Elder Dark. That is surprising. You have earned the right to see the mother of the birthing waters, if you wish. Together, yeah. This traveler has come to seek your wisdom. Ja, und jetzt? Oha. Hi. Nein, nicht. Oh Gott. Oh Gott. Okay, das ist nice. The Ashen is reborn, and the remaining Elder Dark will seek its end. To prevent this doom, you must seek out the heart of Lathyrus. The heart was crafted long ago, when listener and human were united in hope.
It captured and focused the light of the Ashen and allowed them to commune with it. When the Ashen died, human and listener, Matriarch Amiren sundered the heart and took the listener half to protect her people. To help you in your quest, I give to you this echo. Amara hat sich seiner Stadt angeschlossen, geil. Uff. Eine fucking Meerjungfrau. Wie fucking geil ist das denn? Oh, ich liebe dieses Spiel. Es ist der Hammer. Alter, und ich dachte, Gavin ist dann, wie in Dark Souls halt einfach gewinnen, so der Endboss dann auch noch zum Schluss. Puh. Oh. Geil. Überreste, Vikings-Überreste. Alles klar. Oh, ist das geil. Oh, ist das geil. Oh, ich mag das Spiel. Puh. Oh, ich hoffe, ihr findet das Spiel auch, zumindest nur annähernd so geil, wie ich es geil finde. Dann, lohnt es sich auch. Jeden Fall. Ich muss gerade erschreckend auf die Uhr gucken. Es ist schon 2 Uhr. Es ist ja. Dann bleibt es heute aufnehmetechnisch mit dieser Folge. Und der letzten, aber das ist ja egal. Und wie ihr es bestimmt schon gemerkt habt, Ashen und Elix kommen abwechselnd halt alle 2 Tage. Ist natürlich schön, dass jetzt einfach mal in der 5. Folge zu sagen, wo es eigentlich schon einen Monat so läuft. Aber, eine Woche so läuft. Aber irgendwann muss ja gesagt werden, ne? Das ist dann ruheloser Hügel. Ach guck mal, da bin ich jetzt einfach wieder raus. Ist das derselbe Eingang? Lichttempel? Das ist tatsächlich derselbe Eingang wieder. Muss ich mal gucken. Er ist derselbe Eingang. Gut, dann gehe ich halt wieder raus. Wenn ich das dann so nicht brauche. Ich würde auch gerne den Hammer nochmal probieren. Kann ja sein, dass der nicht schlecht ist, ne? Kann aber auch sein, dass er nicht gut ist. Das weiß man halt erst, wenn man es ausprobiert hat. Ach, schade. Ja. Okay, damit bin ich nicht ganz so zufrieden. Da hätte ich gerne... Probieren wir einfach mal das Ding aus. Den langsamen. Komme ich jetzt ein bisschen rüber. Das ist halt immer so nervig hier. Ich glaube, das ist dann der beste Weg. Ein bisschen springen. Ja. Nee. Uff, Alter. Weißt du, da guckt einfach nur zu, wie ich hier fast am Aussaufen bin. Ich glaube es nicht. Und schon wieder. Ich bin der Beste. Kann es sein, dass das dann jetzt wirklich ein NPC ist? Alter, ich bin einfach zu blöd zum Kacken, ey. Ah, weißt du was? Scheiß drauf. So. Dann halt so. Gut. Also, wir haben mit Geffen geredet. Können darauf akkupieren. Hi. Greetings. It seems it is my lot to accompany you. Nevertheless, it is a blessing to walk in the light once more, whatever the circumstance. Light be with you. Karte aktualisiert. Sprich mit Bataran. Achso, alles klar. Und da.
Ich finde das schön, jedes Mal, wenn ich eine Quest mache und weg bin, dass die hier ausbauen. Ich mag das. You claimed a reward from your battle in the annex. However, I sense a great darkness within it. May I see it? Ja, natürlich, aber ich muss kurz das ausschreiben. So. Three Elder Dark once stalked these benighted lands. Now there are but two. I'm sure that Amara will make good use of Okoto's corrupted face. As you can see, I have created an anvil upon which to forge the ash. Bring your weapons to the anvil so that I may reforge them and make them stronger. Geil. Plus 12 Ausdauer und Ballonswaffenherstellung freigeschaltet. Geil. Lup. Ach, jetzt kann ich die Sachen aufwerten. Oh, wei, wei, wei. Oh, Alter, zerbrochen. Repariert. Spaltungskritik betrifft Chance 21. Uff. Dann gehe ich natürlich hier drauf. Kostet mich 500. Habe ich gerade so. Geil. Das nächste Mal kostet 4500. Krass. Ja, ich habe keine 500. Ich habe auch keine Scoria-Beutel mehr. Das heißt, die andere Achse ist sowieso egal, wenn ich denn die hier habe. Ja, nice. Okay, was kann ich hier noch machen? Bringe, achso, Okudung Amara den Schutz. So, hi. As the light washes the ugliness from our world, the desperate shadows grow more dangerous. Okoto was one such shadow. His faceplate remains drenched in dark power. You cannot fight the shadows without my help. Only I can draw the light from your scoria. Here, take this talisman. Ach, schon. Meine Reise aktiv. Erstellen freigeschaltet. Freundschaft. Come to my weaving table. I will draw the threads of light from your scoria. Then I can weave those threads about the talisman to harness its power. Hm, okay. Kleiner Vigor. Ach, guck mal, dann habe ich jetzt... Ah, geil. Ausdauerkosten für Rennen. Gesundheit. Deine Gesundheit wird leicht erhöht. Plus 2%. Kann man die dann auch noch aufwerten? Okay. Schaden 5. Kugelreichweite. Kugeln erscheinen, wenn die Feinde triffst und verursachen je nach benutzter Waffe Bonusschaden. Kugeln verschwinden, wenn man getroffen wird. 10.000. Eieieiei. Ausdauer Schocker. Du bekommst einen Schockerbonus, wenn du eine Laterne schwingst. Schadensresistenz. Deine Schadensresistenz nimmt mit der Zeit zu, während du einen Begleiter in der Nähe hast. Ein Schockerbonus. Die Anwesenheit von Licht hält dich ruhig auf den Füßen, während du von finsterer Dunkelheit umgeben bist. Sei das helle Auge in einem Sturm der Dunkelheit, Bataran. Ich kann gerade sowieso nichts koppeln. Ich weiß auch gar nicht, was jetzt am besten wäre, deswegen lasse ich das erstmal. Bin jetzt aber froh, dass ich weiß, was ich damit machen kann. Gethin bound me to help you. But I cannot find the hearts without my lyre. It allows me to weave light and sound, to feel the very edges of the world. When I protected Gethin from Okoto, the Elder Dark broke it. Nearby, in the forest, the vagrants make a glue that could make it whole again. Huh.
Alles klar, gut. Also, keine Reise verfügbar. Möchte ich den aber nochmal anschnackern. Vielleicht hat er ja was zu sagen. Sieht die Axt eigentlich anders aus? Nee, hat sich das Aussehen nicht verändert. Darkness. Okay, der will von uns jetzt nichts. Hier kann ich verbessern. Von da 4500. Ach so, das ist Zustand zerbrochen, dann repariert, dann normal und dann geschmiedet. Okay. Warum immer noch eine Kiste? Oder ein Verkäufer. Wäre mir beides recht. Am liebsten eine Kiste, wenn ich ehrlich bin. Ist jetzt einmal hier. Achso, Lichtweben. Finde ein Topf mit Leim für Amara. Das kriegen wir hin. Der hat gerade keine Vertrauen, Amara. Wir müssen eine Möglichkeit tun, um das schon. Alles klar. Das ist weit weg und das ist auch weit weg. Das heißt, ich mache die Quest dann erstmal für Amara. Hoch. Okay, cool. Danke. Was ist mit euch? Wer seid ihr? It takes all sorts to build a village. Ja, das sind jetzt alles Sachen, die ich jetzt nicht nochmal. I've had my fill. I spend my whole life on the. Okay. You know, with all this, like, first time I. It's all in the dark. It's all, you know, with all this. Like, okay. Ich hätte irgendwie gehofft, dass das jetzt noch. Ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht, was ich mir gedacht habe. Das sind dieselben wie gerade eben. Ich erhoffe mir halt, irgendwelche Geheimnisse zu finden. Aber. Nein, ich bin tot. Okay. Ja, gut. Lassen wir das heute mal dabei. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte es auf jeden Fall. Und dann hoffe ich mal, dass man sich in der nächsten Folge wieder sieht. Also, in dem Sinne. Ciao.